und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute soll es darum gehen, produktiv zu sein. Ich habe nämlich eine sehr lange To-Do-Liste, muss das Ganze abarbeiten und ich habe jetzt so, kommt drauf an, wie die hier jetzt gerade abstimmen, aber mindestens 2 Stunden Zeit. Ich habe mir gerade schöne Blumen geholt, damit mein Arbeitsplatz schön aussieht und werde jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Mir ist gerade eingefallen, dass ich meine Wäsche waschen muss und vorher meine Hose einweichen in Geilseife, weil die weiße Hose ist ziemlich dreckig. Ich habe nämlich auf meiner neuen weißen Hose erstens irgendwie keine Ahnung was und Cola. Ups. So, probieren wir das Ganze doch mal aus. Ist jetzt nicht so, wie ich mir erhofft hatte. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. So, ich habe jetzt, wie spät ist es? 18:30 Uhr. 4,5 Stunden gearbeitet und jetzt fahre ich zu einer Freundin backen. So, es ist jetzt der nächste Morgen. Ich war gerade in der Uni zu einem Feedback-Gespräch. Ich habe meinen Teller noch nicht weggeräumt. Ich mache jetzt erstmal was zu essen und dann werde ich weiterarbeiten. Morgen. Es ist gar nicht mehr morgen, es ist Mittag. Ich fahre jetzt mit meinem Auto zu meiner Mama, um die Reifen zu wechseln. Und ich dachte, ich nehme euch dabei mit. Also, hier ist schon alles, was wir benötigen. Handschuhe auch wichtig. Dann ist auch wichtig eine Weste, damit mein weißes T-Shirt weiß bleibt. Und natürlich die Reifen. Also als erstes diesen Plastikschutz ab. Was auch ganz wichtig ist, ein Stück Kreide, um danach die Reifen zu beschriften. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Und man kann auch immer also das hier war hinten rechts und der kommt jetzt nach vorne rechts. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Ich bin wieder bei meinem Papa, weil ich seinen Schlüssel vergessen habe in meiner Hosentasche. Den bringe ich ihn jetzt. Und jetzt fahre ich nach Hause. Aber vorher Luft nachfüllen und tanken. Aha, passt schon. Passt. Next. Okay, der ist nicht so ganz voll.
Aber generell habe ich die auch alle im Januar mit JC voll gepumpt. So, ich war die letzte Woche krank und mein Zimmer sieht aus wie eine Katastrophe, weil ich hier nichts aufgeräumt habe. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Yay, ich mache mir gute Musik an und räume auf und werde staubsaugen und dann werde ich mir eine gute Serie gucken. Ich habe mit einer Serie angefangen. Zimmer sieht jetzt wieder super aus. Hier auch. Ich habe eine Blume. Und ich bin geduscht. Ich muss jetzt noch was für die Uni machen, ist mir eingefallen. Oder ich gehe früh schlafen und mache das dann morgen früh. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht gucke ich es mir auch jetzt an. Auf jeden Fall. Gut, okay. Möchte ich noch meine Serie weiter gucken. Die ist nämlich echt cool.